Der strahlende Sonnenschein freut nicht nur viele Schüler in ihren Sommerferien, sondern sorgt für ideale Erntebedingungen. So wie hier in Elvese im Kreis Northeim sind überall in der Region die Mähdrescher im Dauereinsatz. Wir nehmen Sie mit auf den Class Lexion 770 des Lohnunternehmens Schmidt aus Erbsen. Fast doppelt so schnell wie sonst kann der Winterweizen gedroschen werden. Das liegt an der Trockenheit. Die 600 PS können so den Mähdrescher mit einer Schnittbreite von 10,50 Meter wie durch Butter über die Felder fahren lassen. Die Kontrolle über die Maschine hat Hagen Schmidt. Zwischen 5 und 7 Hektar pro Stunde erntet er aktuell und das ist echte Teamarbeit. 13.500 Liter Weizen passen in den Korntank, dann wird er während der Fahrt geleert. Lastwagen sorgen anschließend für den Abtransport. Und jetzt nutzen Sie doch die Gelegenheit und schauen sich selbst ein bisschen um. Deine linke Halbteilerspitze ist nach hinten